Hallo Handwerker. Ja, eigentlich ist das ein anderes Video, was ich jetzt drehe. Ich bin jetzt die Wände am Bearbeiten. Das habt ihr vielleicht auch gesehen, aber bei der Gelegenheit wollte ich halt euch zeigen, weil schon oft die Frage kam: Dirk, wir haben Risse in den Wänden. Wie gehe ich da vor? Die Sache ist immer, sind das Setzrisse, Haarrisse, also schmale Risse, oder sind das wirklich große Risse? Also wenn das große Risse sein sollten, dann bleibt euch nichts anderes über, als einen Sachverständigen in die Wohnung, ins Haus, auf die Baustelle zu holen, der überprüft, warum solche Risse zustande kommen. Weil wenn, ich sag mal, wenn es ab 5 mm, wenn da Risse auftreten bei euch in den Wänden, dann solltet ihr wirklich jemand kommen lassen, der sich das anguckt und nach der Ursache sucht. Sind es aber nur Haarrisse? Ich habe jetzt hier mal so einen Bleistiftstrich gemacht, weil ich leider keine Risse in der Wände habe. Zumindest nicht das, was ich hier sehe. Wenn ihr so Risse in den Wänden habt, also jetzt zum Beispiel, sagen wir mal so 2 mm, dann ist es relativ einfach. Dann habt ihr ja den sehenden Riss, also den ihr sehen könnt. Dann nehmt ihr euch einfach ein ganz normales Cuttermesser und schneidet, ich mache jetzt extra für euch die Wand kaputt hier, dann schneidet ihr ein V in diesen Riss rein. Ich mache das jetzt mal hier provokant. So, ich zeige euch das gleich auch aus der Nähe und schneidet ein V rein. Weil ich muss die Wand sowieso spachteln, von daher ist es nicht so schlimm. So, aber meistens sind die auch nicht so krumm, wie ich die jetzt gemacht habe hier. Also schön mit der Messerklinge schön ein V reinschneiden. Dieses V schneiden wir rein, damit sich der Spachtel, der anschließend draufkommt, auch mit dem Putz verbinden kann. Wäre das jetzt nur dieser Riss, dann könnte der ja nicht sich mit dem Putz verbinden oder was ihr auch für eine Oberfläche habt, womit das gemacht worden ist. Und deswegen dieses V. Das macht man auch im Gipskarton, also wenn ihr im Gipskarton auch irgendwie einen Riss habt, immer mit der Klinge V-förmig aufschneiden von beiden Seiten. Ich gehe mal mit euch ran, damit ihr seht, wie das aussieht. So, seht ihr? Also hier habe ich jetzt den simulierten Riss. Der ist jetzt hier simuliert gewesen. Und jetzt V-förmig mit dem Messer einschneiden. Schön sauber, also je größer, desto besser, weil spachteln müsst ihr ja sowieso. Ich stelle euch noch mal zurück. So. Und wenn ihr das gemacht habt, dann gibt es auch noch Möglichkeiten, wie man die jetzt bearbeitet. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Vlies klebt, ich drehe noch ein bisschen, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Vlies klebt, dann braucht ihr nur drüber spachteln, weil das Vlies nimmt die Rissbildung weg. Also hinter dem Vlies kann es dann reißen, aber vorne am Vlies seht ihr das nicht. Deswegen sage ich auch immer, Leute, streicht nicht nur die Wände, Vlies kleben. Dann gibt es die Möglichkeit, hier so ein Gatzeband. Das ist dieses. Das kennt ihr auch. Spachteln, den Riss abdecken. Und einspachteln. Dann ist der Riss auch weg. Dann müsst ihr weiter ausziehen beim Spachteln, damit ihr das Band nicht seht. Und dann könntet ihr die Wand einfach so streichen. Oder ihr nehmt halt dieses Gittex-Band. Das ist denn für, also das nimmt noch mehr weg. Das sieht ja so aus. Das hier ist ein selbstklebendes. Einfach über den Riss drüber. Andrücken. Abschneiden. So, das klebt jetzt hier an der Wand. Ich gehe jetzt nochmal mit euch ran, damit ihr das seht, wie das aussieht. Das ist natürlich einfacher, weil es gibt nicht so viel Gematsche. Das könnt ihr einfach auf die Wand kleben, drüber spachteln, fertig. Bei dem Gatzeband ist es halt so, dass ihr erst den Spachtel auftragen müsst und dann nochmal drüber spachteln. So, ich gehe mit euch nochmal ran, damit ihr das nochmal seht. So, ihr seht, ich habe jetzt den Riss mit diesem Band
komplett überbrückt. Das ist egal, das muss nicht in der Mitte sein. Es reicht, wenn das hier einfach über dem Riss drüber ist. So sieht das dann aus. Und das müsste oder hält eigentlich eine neue Rissbildung aus, sodass dahinter, wenn es verspachtelt ist, nicht mehr reißen kann oder sollte. Der Nachteil von diesem Gitex-Band ist natürlich, es trägt mehr auf. Es ist dicker als so ein Garzeband und ihr müsst dann weiter ausspachteln mit dem Glätter, dass ihr das hier schön, dass man die Kante nicht sieht, schön weit ausziehen und dann ist gut. Und das könnt ihr eigentlich überall so machen, aber wie gesagt, ich empfehle euch, klebt Vlies, dann habt ihr Ruhe. Ich habe es schon öfters in meinen Videos gesagt, ich kann es leider auch nicht verstehen, dass Leute immer noch auf die Idee kommen, weil sie halt was sparen möchten, kein Vlies zu kleben. Weil, ja, ich kann es immer nur als Beispiel nennen, ihr sitzt im Wohnzimmer, in eurem neu renovierten Wohnzimmer und sitzt da und es tritt auf einmal ein Haarriss auf. Ihr werdet verrückt. Also ihr denkt wirklich, Mann, verdammter Mist, warum habe ich hier kein Vlies draufgeklebt? Weil den einen Riss, den ihr dann habt in der Wand, zu reparieren, wie willst du es machen? Ihr müsst es dann so aufschneiden und müsst die komplette Wand neu streichen. Ihr könnt ja nicht nur den Riss dann ein bisschen überstreichen, dann seht ihr den auch noch schön. Vor allen Dingen dann, wenn man vielleicht raucht im Haus oder auch durch Witterungseinflüsse, Küche und. Verändert sich natürlich die Farbe mit der Zeit. Das kriegt ihr nicht mehr hin. Deswegen kann ich wirklich nur jedem empfehlen, Vlies zu kleben. Dann könnt ihr euch den Mist hier sparen. Und dann ist gut. Ja, ich hoffe, es war nicht zu lang für euch. Und denkt dran, Daumen hoch, abonniert diesen Kanal und folgt mir auf Instagram. Ja, bis dann, euer Dirk und bleibt gesund. Tschüss.